Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe gerade schon den DM und Müller Haul abgedreht. Wenn ihr wissen wollt, was da in meiner Einkaufstasche gelandet ist, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, bei Rossmann habe ich noch ein paar Pflegeprodukte mitgenommen. Das, was ich einfach nachkaufen musste, weil es jetzt langsam leer geht. Und ein paar Haushaltsprodukte. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich mit den Haushaltsprodukten. Denn da durfte einmal mit hier wieder mein Rohrfrei Rohrox ist das jetzt hier von Erdal heißt die Firma. Ich habe normalerweise immer dieses andere, das wie heißt jetzt wieder? Fällt jetzt der Name nicht ein. Also ist so eine größere runde Flasche eigentlich. Ja, das hatten sie nicht mehr bei unserem Rossmann, deswegen habe ich mir dieses hier mitgenommen. Dann durfte mal wieder mit einem Hygienespüler, da hatte ich jetzt schon längere Zeit keinen mehr. Und ja, gerade für so Handtücher und für die Sportkleidung ist es immer ganz gut. Und deswegen durfte der hier mit. Dann durfte einmal mit hier vom Persil, das Color Mega Perls Waschmittel. Also ich verwende eigentlich Waschmittel nur noch in Pulverform, weil es einfach ergiebiger ist. Und ja, deswegen durfte das hier mit. Für unser kleines Bad nehme ich hier immer, da haben wir so ein Teil von Airwick, das automatisch sprüht, hier wieder dieses Sommervergnügen mit. Das sind so drei verschiedene Düfte und es riecht einfach so richtig gut und das mag ich gerne. Deswegen durfte das hier wieder mit. Dann durften wieder zweimal die Haushaltshandschuhe mit, da brauchte ich wieder welche. Dann gingen letztens in unserem Wohnzimmer gleich zwei Birnen gleichzeitig kaputt und deswegen mussten unbedingt wieder hier Birnchen mit, da habe ich hier von Rossmann wieder welche mitgenommen. Die sind eigentlich recht günstig und halten auch lange. Deswegen durften die mit. Dann durften mit Wattepads die Isana, die verwende ich gerne zum Abschminken, zum Nagel ablackieren und so weiter. Deswegen durften da wieder zwei Packungen mit. Dann mein Lieblingstee, der Harmonie für Körper und Seele. Magenfein, den liebe ich einfach. Der muss immer da sein. Deswegen musste der wieder mit. Dann von La Vera diese Zahnpasta hier, das ist die, die ich am liebsten verwende. Die musste wieder mit, weil die gibt es bloß beim Rossmann, bei allen anderen irgendwie nicht. Warum auch immer. Dann hat ja Rossmann jetzt auch Yankee Candles bei Home Inspiration und da habe ich mir diese hier mal mitgenommen. White Linen and Lace. Das riecht so lecker. Die wollte ich unbedingt mal angezündet testen, wie die so ist. Aber der Duft gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Ja, dann habe ich mir eine Tuchmaske mitgenommen, obwohl ich genügend habe. Und zwar sind es diese hier, in einem neuen Aufsteller waren die. Tuchmaske mit Kirschblütenextrakt und Mandelöl. Mandelöl, genau. Die durfte mit. Dann habe ich mir zwei Haarsprays mitgenommen, weil meine fast leer sind. Ist einmal hier das Volumenzerstäuber, also dauerhaft das Volumen von Elnett. Und einmal Glanzhaarspray. Das durfte mit. Also ich muss ja sagen, Haarspray reicht mir ewig, weil ich nicht jeden Tag Haarspray verwende. Und deswegen habe ich jetzt welche genommen, die nicht nach Himbeer duften. Weil ich hatte letztes Jahr im Sommer das Problem, dass mein Himbeerduft-Haarspray Wespen angezogen hat und ich ein paar Mal Wespen in den Haaren hatte, was ich absolut hasse. Also ich hasse Wespen. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme jetzt kein Himbeer mehr mit, sondern irgendwas Neutrales, was die Wespen nicht anzieht. Also ich hoffe es zumindest. Genau. Dann habe ich mir mitgenommen eine Duschbombe von Wald 7, hier in diesem rosa Duft. Ich hatte bis jetzt nur Fichte und ja, deswegen durfte die jetzt hier mal mit. Dann habe ich hier bei Altera eine Augencreme gefunden und zwar eine Sensitiv-Augencreme mit Bio-Olivenöl, mit Bio-Nachtkerzenöl und Bio-Aprikosenkernöl für sehr empfindliche Haut. Ihr wisst ja, meine Haut hier oben ist sehr, sehr trocken. Und deswegen habe ich mir gedacht, probiere ich die mal aus, weil die La Roche-Posay ja doch schon recht teuer ist. Und ja, da möchte ich einfach auch mal ein bisschen was Günstigeres ausprobieren und hoffe, dass die auch gut hilft. Ja, dann einmal nachgekauft hier die Fit Me Maybelline Luminous Smooth für normale bis trockene Haut in der 110. Die verwende ich einfach gerne für mein Alltags-Make-up und meine andere ist fast leer. Ja, dann geht mein Gesichtswasser, also beziehungsweise mein Micellenwasser von Garnier jetzt langsam leer. Und da habe ich mir jetzt mal mitgenommen bei Rossmann von L'Oreal das Gesichtswasser Kostbare Blüten, reinig, sanft, belebt, entfernt Make-up mit Rosen- und Jasminextrakt für
trockene und sensible Haut. Und ich hatte davon schon mal das Waschgel und war damit eigentlich sehr zufrieden. Deswegen habe ich mir gedacht, probiere ich das jetzt mal aus, weil das ist jetzt kein Micellenwasser und fast alles andere ist irgendwie Micellenwasser. Und ich wollte mal was anderes außer Micellen ausprobieren. Und ja, das riecht auch ganz gut. Und deswegen habe ich mir das jetzt hier mitgenommen. Und ich habe aber noch was entdeckt bei Rossmann, und zwar von CD. Das ist allerdings wieder Micellenwasser. Das ist dieses hier mit pflanzlichem Hyaluron, pH hautneutral, ohne Alkohol. Genau, und das riecht auch richtig gut. Und das kann ich mir halt einfach als Gesichtswasser für die Früh vorstellen. Und ja, mal schauen, wie das hier so ist. Dann durfte auch wieder mit meinem Garnier Augen-Make-up-Entferner. Ich liebe ihn, ihr kennt ihn mittlerweile. Ein neues Trockenshampoo durfte mit, und da habe ich mich diesmal für das Heavenly Volume entschieden. Ich habe das momentan in der kleinen Größe von, in der Glossy Box war das drin, glaube ich. Und ja, deswegen habe ich mir das jetzt hier mal mitgenommen, weil ich das ganz gut finde. Und was es jetzt auch bei Rossmann gibt, ist von Rosens das Rosenwasser. Durfte natürlich auch wieder mit, weil meins ist fast leer. Verwende ich eigentlich immer und ja, liebe ich. Und bei Rossmann hat man eigentlich fast immer irgendwie einen 10% Coupon. Deswegen ist es meistens günstiger als bei DM. Und deswegen durfte es mit. Ja, ihr Lieben, das war dann auch schon alles, was ich bei Rossmann geholt. Ihr seht, eigentlich fast nur Produkte, die mir halt jetzt fast leer gehen, weil ja, alles andere habe ich zur Genüge momentan, und dazu werdet ihr auch noch Videos sehen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Dann seid ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Lieben. Tschüss!